Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 54 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe vor uns. Ich begrüße hier im Internat der Löwen unseren Cheftrainer, Ljubomir Franjes. Hi. Hi. Gemeinsam legen wir auch direkt los mit der ersten Kategorie. Löwen aktuell. Ja, Ljubo, wir nehmen 2 Tage vor dem Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt auf. Hast du schon Puls? Nein, noch nicht. Das muss ich sagen. Aber wir haben angefangen, uns zu vorbereiten. Ich besonders natürlich mit Analyse und so, Videoanalysen. Aber wir haben auch gestern ein sehr gutes Training gehabt. Mhm. 10 Jahre warst du in Flensburg als Spieler und Trainer. Das Spiel ist schon was extrem Besonderes für dich, oder? Ja, 11 Jahre sogar, glaube ich. Es ist ja natürlich ein Verein, die ja, du hast so viel miterlebt, dass es ganz nah dein Herz ist. Also, es wird ja immer auch so sein. Und das finde ich ist auch normal, wenn man so viele Sachen erlebt hat. Also, ich freue mich, aber... Ist ja auch kein normaler Verein, es ist schon auch ein emotionaler Verein. Ja, es ist ein emotionaler Verein, es ist eine sehr familiäre Umgebung und ja, der Stadt ist ja nicht so groß, so alles geht ja um eigentlich Handball. Aber also ich habe mich sehr wohl gefühlt in Flensburg. Mhm. Hast du das Spiel dann gestern gegen Szeged natürlich auch angeschaut? Nur 2. Halbzeit. Aber ich werde heute weitermachen. Ja, das sind ja die modernen Medien. Ne? Da kann man sich so ein Spiel einfach nochmal am Tag danach angucken. Was erwartet uns denn am Samstag gegen die SG Flensburg-Handewitt? Ja, natürlich eine sehr gute Truppe, die unbedingt gewinnen wollen. Und die werden ein sehr hohes Druck auf uns machen. Was müssen wir denn aufs Feld bringen, um die SG schlagen zu können? Ich sage Disziplin. Wir müssen wissen, was wir zu tun haben in Angriff. Weil wir wollen wirklich nicht, dass die Flensburger fangen an zu laufen. Mhm. Weil das, wenn mich, ich habe ja das natürlich schon ein bisschen analysiert und ich weiß, wie die spielen ganz gut. Also bis jetzt die Mannschaft, die am meisten laufen in dieser Saison. Also zurücklaufen. Die Frage, die mich persönlich interessiert ist, was hat denn Mike Machulla, also ihr wart das Gespann, dann bist du gewechselt, Mike hat es dann alleine gemacht als Cheftrainer, was ich damals eine sehr mutige Entscheidung von Flensburg fand, was hat er anders gemacht? Was hat er an deinem Spielstil verändert oder hat er sogar das so ein bisschen weitergeführt, was ihr da zusammen aus Baldowert hattet davor? Also, wie ich das gesehen habe und was man sieht, was man hört, er hat ja das weitergemacht. Und das wäre ja auch, wie soll man sagen, es hat ja funktioniert vorher auch. Er hat Kleinigkeiten natürlich, seine Kleinigkeiten da geändert, aber wenn ich spreche mit den Spielen und so, die Trainingseinheiten sind fast gleich. Also es ist ein Konzept, der passt zum Flensburg, ein Konzept, der passt zum ja, die Scouting, was Flensburg auch macht, also mit den skandinavischen und deutschen Spielen. Also das passt. Warum soll man das ändern? Absolut. Hat sich das so ein bisschen gewurmt, dass sie dann den Meistertitel holen? Nein, wirklich nicht. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe ja selbst gesagt, bevor ich gegangen bin, dass ich muss weg, um Meisterschaft zu gewinnen. aber es ist, man muss ehrlich auch sagen, ich war echt damals tot mental und so viele Jahre auf diesem Niveau und ja, ich bin Arbeitsnarkoman, also ich arbeite sehr gerne, sehr viel, aber irgendwann war das leer. Ja, wir müssen ja, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir in diesem Jahr diese Meisterschaft ja nie im Leben mehr abgeben dürfen. Also das war ja wirklich, ich glaube, dass die Flensburger bis heute noch nicht wissen, wie das in dem Jahr noch machbar war, dass sie die Meistertitel noch bekommen haben. Aber trotzdem, ja, weil ich frage deshalb, wir hatten einen relativ interessanten Podcast mit Beate Mürhol, der ja gewechselt war damals und der wirklich ganz klar gesagt hat,
boah, nee, ich konnte mich da gar nicht drüber freuen, als die Löwen Meister geworden sind. Das hat mir so wehgetan, dass das passiert war, nachdem ich nicht mehr da war. Deswegen finde ich das immer ganz interessant, wie Leute damit umgehen, wenn solche Situationen dann entstehen. Aber ich finde, dass man... Du hast ja auch viel gewonnen. Ja, da... ja, ja, mit Sieg geholt und so. Ja, wir haben so in 7 Jahren, glaube ich, 8 Jahre als Trainer, da haben wir schon 17 Medaillen gewonnen. Ja. Also es ist ja schon okay. Aber ich finde das auch, dass man... man soll sich freuen über andere Menschen. Man soll nicht neidisch sein oder, na, ich verstehe, was Beate meint, natürlich. Aber es ist ja auch, ich bin ein ganz anderer Typ von Mensch, glaube ich. Ich genieße den Moment, und ich freue mich für meine Freunde, wenn das gut für dem auch geht. Ich habe gar kein Problem mit das. Mhm. Jetzt bist du in Gelb-Blau unterwegs, bei den Löwen. Bist jetzt einige Zeit hier. Wie blickst du auf die ersten Wochen und Monate in diesem Verein? Wie soll ich von Anfang an anfangen? Also, wir haben uns gesteigert. Trainingsmäßig, finde ich, sind wir auf einem sehr guten Niveau jetzt. Was ich mich sehr gefreut hat, ist, dass die Jungs machen mit. Also die wollen wirklich, die wollen trainieren und hart trainieren. Man merkt, jetzt habe ich schon ein kleines Kultur da reingebracht, wo wir wirklich gut trainieren und dann wieder gut trainieren, also zweimal pro Tag. Und die Freude ist da, dass wenn du so hart trainierst und auch Freude da ist, dann bedeutet das, dass es für die Zukunft sehr gut wird. Also ich finde, man sieht die Entwicklung ganz klar. Für mich beispielhaft dafür sind Juri Knorr, Niklas Kirkelöcke und unsere Abwehrleistung. Das heißt, du hast auch das Gefühl, die Mannschaft findet sich jetzt nach und nach. Ja, das finde ich und das merkt man ja auch. Wir haben eigentlich vom ersten Spiel gegen Kiel haben wir das sehr konzentriert gemacht. Die Auftritte von den Spielern war sehr gut, finde ich. Und dann haben wir ein bisschen, ich würde sagen, Pech. Aber auch hat ein bisschen gedauert, wo wir ein bisschen mit dem breiten Brust auf dem Feld gehen. Das Selbstvertrauen war nicht, wie ich die Rhein-Neckar Löwen kenne. Also und das dauert ein bisschen, um das umzudrehen und hinzukriegen. Aber ich finde, im Moment haben wir ich sag mal, ob man das auf Deutsch sagt, ein guter Pondus. Wir stehen da ganz, ganz gut auf dem Feld. Wir haben keine Angst für keine Gegner. Und handballerisch haben wir zu tun. Das muss ich selbst sagen. Aber dass wir glauben jedes Mal auf einen Sieg, das ist da. Mhm. Also erstmal interessiert mich, das Spiel, dass dein erstes Spiel sofort gegen den THW ist, das hat dir doch auch voll in die Karten gespielt irgendwo, oder? Weil ihr kommt aus der Pause raus und habt eigentlich ein Spiel vor der Brust. Also selbst wenn wir da mit 5 verloren hätten, hätte ja keiner was gesagt. Ist das in dem Moment dann perfekt für einen neuen Trainer? Perfekt ist, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Also perfekt, weiß nicht. Also das hängt davon, wie man das sieht. Wie ich vorher gesagt habe, ich arbeite für den Tag, also den Moment. Und der Moment war für mich perfekt. Ich mag immer gegen THW zu spielen. So, das war perfekt für mich. Aber natürlich, wenn wir noch ein bisschen Zeit gehabt hätten, vielleicht hätte das anders ausgegangen. Es war schon sehr knapp und man hat auch einfach gemerkt, der THW hat in solchen Spielen einfach mehr Cleverness, mehr Erfahrung. Das hat sich in diesem Spiel, fand ich, schon wieder gespiegelt. Trotzdem hat es uns Löwenfans sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, weil wir da zum ersten Mal, glaube ich, da übertreibe ich auch jetzt nicht, da haben wir zum ersten Mal gesehen, was diese Truppe eigentlich wirklich leisten kann und dass sie schon wirklich eine Zeit lang auch unter ihren Möglichkeiten gespielt hat. Siehst du das ähnlich? Also was soll man sagen? Also ich sehe, dass die Truppe war das? Platz 13, wenn ich das übergenommen habe. Also das ist nicht die Wahrheit über den Truppe. Das finde ich nicht. Aber es geht ja schnell. Wie gesagt,
das Mentale im Sport heute ist, ja, ich würde, also mehr als 60-70% kann das sein. Mhm. Und bei einigen noch mehr. Ist ja sehr individuell, natürlich, ja, Spiele zum Spiele, aber und ich finde, die haben Handballqualität. Dann ist das ja auch so, wie gesagt, ich habe angefangen, sehr hart mit dem zu trainieren. Und das ist, von Anfang an habe ich einige Sachen gemerkt, wo ich nicht, also ich war nicht mit zufrieden, mhm, mit einigen Sachen. Und das ist auch eine wichtige Sache, dass die Spieler sich, also Profis, die mögen hart trainieren. Mhm. Also das ist, man soll ja nicht Angst für das haben. Und das kommt ja auch dann, das Selbstvertrauen kommt ja mit das, dass du fühlst dich stärker, du fühlst es ja, also mit dem breiten Brust kannst du dann, ja, ich weiß, dass ich Kraft habe. Also das ist auch eine sehr wichtige Sache. Auch das kommt auch dazu, zu den mentalen Sachen, wo das Selbstvertrauen dann ein bisschen sich erhöht, weil du dich stärker konditionsmäßig und physisch fühlst. Und ja, ich weiß nicht, ob das perfekt war, aber ich bin zufrieden, wie was ich vorher gesagt habe, wie die sich also im Training zeigen und die Wille, um diesen Verein wieder nach oben zu bringen. Schauen wir mal auf die nächsten Wochen. Nach Flensburg, ja, wo wir natürlich absolut far away davon sind, da auch nur irgendwie eine Form von Favorit zu sein, spielen wir gegen Hamburg, BHC, Lemgo und Stuttgart. Das sind in meinen Augen alle Spiele, die sind so 50-50. Die kann man gewinnen, aber auch verlieren. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft mittlerweile auch stabil genug ist, um da eventuell auch eine kleine Serie zu setzen? Ja, also ich finde, dass wir schon das jetzt gezeigt haben. Wir haben 3 Spiele hintereinander gewonnen. Aber wieder realistisch und ehrlich zu sein, wie du jetzt auch sagst, also Magdeburg, THW, Berlin, Flensburg, aber auch Melsungen. Und das gibt noch einmal, Göppingen sehe ich, also sehr stark auch. Also das gibt ja ein paar Mannschaften, wo die sind vor uns, ganz klar. Aber Hamburg macht das sehr gut dieses Jahr auch. Das soll man nicht unterschätzen. Ist doch kein normaler Aufsteiger, wenn wir mal ehrlich sind. Ah, das ist es nicht. Und es macht Spaß, wieder Hamburg da zu sehen. Aber es ist ganz wichtig für mich, dass wir reden über jetzt 3, 4, 5 Spiele im Vorfeld, aber für mich ist das wichtig, dass wir bleiben bodenständig und uns jedes Mal auf einen Gegner konzentrieren, weil ich finde nicht, dass wir können im Moment sagen, ja, wenn wir das gewinnen Hamburg, dann können wir auch gegen Bergische Fleisch gewinnen und dann können wir vielleicht, das ist nicht mein Stil im Moment hier, sondern ich möchte gerne, dass die Jungs sich nur auf eine Trainingseinheit konzentrieren und dann Spiel. Das Problem ist ja auch, wir haben ja kein wirkliches Ziel mehr so richtig, weil ich glaube, dass Europa weg ist, das wird nicht mehr, das wäre unrealistisch zu sagen, wir wollen noch in die European League. Da war vielleicht wirklich der DHB-Pokal die letzte Chance, die wir noch realistisch gehabt hätten. Du warst jetzt ein paar Tage raus aus der Bundesliga, hast aber natürlich viel HBL-Handball wahrscheinlich gesehen, wie ich dich kenne. Wie hat sich die Liga in deinen Augen entwickelt? Weil mein Eindruck ist, es gibt diese kleinen, wo du hinfährst, die Punkte mitnimmst, safe und wieder wegfährst. Ich habe das Gefühl, die gibt's nicht mehr. Man muss für jeden Punkt mehr kämpfen, als es vor 5, 6, 7 Jahren der Fall war. Ja, also Bundesliga hat sich, es ist ja viel länger, ist es. Und du kannst nicht überall fahren und mit 12 Tore gewinnen oder 14 Tore. Natürlich können die Top-Mannschaften das ab und zu machen, aber die können auch das verlieren. Und das war auch so früher, aber jetzt ist das viel enger geworden. Nichts ist selbstverständlich und das ist ja auch gut so. Deswegen ist das ja auch wichtig, dass wir uns ja auf ein Spiel konzentrieren. Also voll Gas, weil wenn wir reden über, dass es viel näher ist und so weiter. Ja, dann ist das ja auch für uns näher, um Flensburg zu gehören. Also, dann, ich finde deswegen, dass wir sollen keine Spiele verschenken.
Ich glaube auch, ich weiß, dass wir jetzt, wenn man so Spiele nach vorne sieht, also wir haben ja auch Magdeburg auswärts, letztes Spiel, also sollen wir das auch verschenken? Also das finde ich nicht. Mir ist nur wichtig, dass wir sagen, wir haben keine Ziele mit Europa und so weiter. Nach vorne, ja, das ist vielleicht unrealistisch, aber ich habe ein persönliches Ziel und ich möchte diese Mannschaft so fit wie möglich machen bis Ende der Saison. Die sollen echt auf ein sehr hohes Niveau sein, körperlich, so Sebastian eine fitte Mannschaft übernehmen kann. Wie ist der Kontakt zu Sebastian gerade? Ist der schon da? Nee, ist noch nicht da. Ich glaube, nach unserem Spiel werden wir ein bisschen mehr sprechen. Aber ich habe viele Sachen, wie ich das sehe, geschrieben und werde natürlich das Sebastian mitgeben und dann kann er ja machen, was er will mit das. Aber ich mache ja meine Arbeit für ihn und für die Rhein-Neckar Löwen, um die Zukunft besser hinzustellen. Was wir, also ich habe größten Respekt davor, dass du diese Aufgabe angenommen hast und wir freuen uns, glaube ich, einfach alle, dass du gesagt hast, das Projekt mache ich mal, obwohl es ein Ablaufdatum hat. Was würdest du denn sagen, was brauchen die Löwen noch, um wieder durchgehend erfolgreichen Handball zu spielen, vielleicht sogar auch den Anschluss wieder herzustellen an die Top-Teams? Man muss natürlich ein bisschen Geduld haben, weil das wird nicht über eine Nacht gehen. Das muss man auch realistisch sagen, weil Spieler, das Scouting, man muss der richtige Spieler verpflichten. Das wird sehr, sehr wichtig für den Rhein-Neckar Löwen in der Zukunft. Und das kann man ja nie vorher wissen. Also du hast ja natürlich ein Glauben, dass es funktioniert wird, aber das kann man ja nie wissen. Und deswegen ist das sehr wichtig für die Zukunft, wie man das Scouting macht. Sebastian Zeit geben und seine Art und Weise Handball zu spielen hier. Also er wird das nicht nach zwei Jahren, das braucht Zeit. Umfeld, die müssen ja mitmachen. Die Sponsoren müssen mitmachen, die Fans müssen mitmachen. Ja, es war eine sehr schöne Zeit mit viele schöne Geschichten und so weiter. Aber um zurückzukommen, dann müssen alle zusammenstehen, um wieder da vorne zu sein. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das so sagst, weil das ist, was wir seit Jahren predigen, dass wir Geduld haben müssen. Wenn man jetzt sich mal anguckt, wer gerade erfolgreich ist da vorne. Berlin hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht, aber in 4, 5, 6 Jahren. Magdeburg waren auch 6, 7 Jahre aus der absoluten Spitze oben raus. Jetzt sind sie wieder da oben. Ich weiß immer nicht, wo einige unserer Fans das die Denke hernehmen, dass wir als Rhein-Neckar-Löwen das in 2 Jahren hinbekommen, so ein Umbruch. Selbst der THW hat wie viele Jahre? 4 Jahre? Keinen Titel geholt. Ja. Das ist nicht machbar im Handball in meinen Augen, weil so viel über Chemie geht. Ja, es ist... Also das merkt man. Man kann ja eigentlich, wenn man außerhalb Deutschland auch geht, dann kann man ja sehen, wie viele Mannschaften und Vereine das mit Geld machen will. Aber es funktioniert auch nicht. Es funktioniert nicht nur, die besten Spieler zu holen. Das ist ein Spieler hat ja auch einen Charakter und diesen Charakter muss man auch verpflichten. Nicht nur die Leistung, wie ein Spieler ist auf dem Spielfeld. Also das ist ja zwei verschiedene Sachen, aber die müssen trotzdem passen. Und dann hast du ja eine Mannschaft von, sagen wir, 16 Spielern. Das muss ja ein gutes Harmonie da sein auch, also wo du Erfahrung hast und dann hast du auch einen jüngeren Spieler und dann der erfahrene Spieler soll ja ein bisschen die jüngere Spinne lernen neben sich und dann wird das harmonisch ein Kreis sein, wo man dann wechselt und dann der jüngere Spieler wird älter sein mit viel mehr Erfahrung und dann kommt eine neue und dann, also diese Wheel of, ich weiß nicht mehr, dieser Kreislauf. Kreislauf, ja. Ja, vielleicht ist man ein bisschen jetzt aus dem Kreislauf gegangen, aber man muss da wieder rein und dann wird das ja kommen, aber das wird Zeit dauern. Und wir sagen Magdeburg ist ja unglaublich viele Jahre und Berlin auch. Also Berlin hat das ja eigentlich auch sehr viele Jahre gemacht mit sehr guten Truppen und erst jetzt sind sie
also wissen wir nicht, aber zweite, dritte, vierte, also es ist ja noch nicht, Magdeburg hat das wirklich gut gemacht, die letzten zwei, drei Jahre. Glaubst du, dass sie es durchziehen können dieses Jahr? Glaubst du, dass Magdeburg Meister wird? Ja, das ist schon klar, finde ich. Okay. Naja, wir hatten es gerade drüber. Wir haben auch schon mal gedacht, dass wir mit 6 Punkten, ich glaube, wir hatten sogar 6 Punkte Vorsprung, oder? Ja, ich meine 5 oder 6 Punkte Vorsprung. Und es war noch näher zum Ende hin und haben es dann noch an Flensburg verloren. Weil manchmal geht der Kopf an. Und bei einer Mannschaft, die jetzt noch keine Meisterschaft in den letzten Jahren geholt hat, wie Magdeburg, geht der Kopf vielleicht nochmal früher an. Ja, kann sein. Das war das eher unser letztes Spiel in Magdeburg. Das und natürlich auch, wir haben ja am letzten Heimspieltag hier zu Hause noch den THW. Ja. Letztes Jahr waren wir auch das Zünglein an der Waage. Hätten es fast geschafft, dass Flensburg Meister wird. Da hat dann ein Tor am Ende gefehlt, ein Angriff. Ist dann schon einfach spannend momentan. Aber das spricht ja, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, auch sehr für die Liga momentan, weil spätestens mit der Verpflichtung von Sander Sargosen haben ja viele Leute gedacht, okay, alles klar, schönen Dank auch, das war's die nächsten 5 Jahre. Der THW ist unschlagbar, wird jedes Jahr Meister, aber es ist ja das, was du sagst. So ein Sander Sargosen holt dir halt noch keine Meisterschaft alleine. Na, also es ist Geld ist sehr wichtig. Das man soll das nicht unterschätzen. Aber nur, wie gesagt, gute Spiele zu holen, gewinnt nicht Meisterschaften. Also das muss, Tradition hat ja THW Kiel, Magdeburg hat Tradition, Flensburg hat Tradition. Also die Berlin, die arbeiten sich zu einer Tradition, finde ich. Das ist sehr wichtig. Tradition ist sehr wichtig. Und das, was in die Wände sind, wenn du in THW Kiel oder in Flensburg, in Magdeburg, also Rhein-Neckar, Berlin jetzt, das ist genauso wichtig, wie du einen Spieler verpflichtest. Weil wenn die reinkommen, dann sollen sie auch wissen, wenn du reinkommst in diese Halle hier unten, was ich jetzt gerade auch sehe, dann soll das ticken, meine Güte, ich bin bei der Rhein-Neckar. Das bedeutet das. So, wenn eine neue Spieler da reingeht durch diesen Tür und dann sieht den Emblem Rhein-Neckar, dann muss das etwas bedeuten. Und das mache es in viele Vereine. Und das ist, wie gesagt, schon wichtiger als Geld. Du hast ja gerade, das habe ich ja gesehen, als du reingekommen bist in das Internat, du hast dich ein bisschen umgeschaut. Du hast wahrscheinlich auch schon viele Internate gesehen in Flensburg und auch bei anderen Clubs. Wie ist dein Eindruck von der Jugendarbeit der Rhein-Neckar Löwen? Was ich bis jetzt gesehen habe, sehr gut. Ich habe auch den Büro ist ja auch ganz nah dem Feld, so ich gucke mich an ab und zu. Das sieht gut aus, also ich finde, die machen eine sehr gute Arbeit. Jetzt bin ich gespannt auch, was am Wochenende in Minden passiert. Das ist ein bisschen das Herz von dem Verein. Ne? Also die Jugendarbeit muss ja stimmen. Das Schwere mit der Jugendarbeit bei allen diesen Vereinen ist ja, dass die sollen den Schritt schaffen von Jugend, Handball zum ersten Mannschaft. Und dann haben wir wieder den Erfolg, was Fans, Sponsoren, Verein, also der Spieler selbst, also auf welchem Niveau haben wir das? Und wenn man dann Deutscher Meister werden will und Champions League, dann ist das ein sehr großer Schritt von Jugend bis dieser Schritt. Und dann ist das wieder Geduld. Was hat man für einen Plan mit der Jugendarbeit? Ist das so, dass ja, wir haben fantastisch gute, sagen wir 3, 4, 5 Leute, ich nenne keinen Namen, aber wir haben das. Aber wir haben eine Profimannschaft. Die sind nicht auf dem Niveau, wie die Profimannschaft ist. Was ist mit Ausleihen? Was ist mit, also, und dann zurückholen, Erfahrungen irgendwo anders, Spielanteile irgendwo anders zu bekommen? Also, es ist, das muss man auch gucken, wie man mit das arbeitet. Das muss ich alles, das weiß ich nicht. Das habe ich mich noch nicht mit, so.
gekümmert. Ja. Es gibt uns halt ein bisschen, ich spreche ja immer auch aus Fansicht, es gibt uns halt ein bisschen Hoffnung, weil klar, wir haben jahrelang, haben wir der A-Jugend in Kronau, in Östringen, in den Hallen zugeguckt, wie sie um die deutsche Meisterschaft gekämpft haben. Jetzt ist es aber endlich einmal so, dass wir diesen Leuten in der Arena zujubeln, und ich finde, dass einige auch eine sehr extreme Nervenstärke schon für ihr Alter haben, also Leon Zacharias zum Beispiel, der kommt in ganz, ganz engen Spielen zum Einsatz und macht auf einmal Tore, wo man sich so denkt, boah, also ich sag es jetzt mal auf Deutsch, den Arsch in der Hose muss man erstmal haben, dann auch zu sagen, ja komm, den nehme ich mir jetzt aus dem Winkel und mach den dann auch weg mit einem Heber ins lange Eck, das ringt einem schon sehr, sehr viel Respekt ab. Oder halt auch Philipp Auhansu, der gezeigt hat, dass er eine absolute Wucht im rechten Arm hat. Er wird ja jetzt auch immer wieder gefordert von den Fans. Kannst du uns erklären, warum er bei dir noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat? Ja, das kann ich. Das ist kein Geheimnis. Ich habe auch mit Philipp gesprochen. Erstmal ist er kontinuierlich nicht im Training. Das ist das Hauptsache sozusagen, die Hauptsache. Und dann, wenn er zurückkommt von Verletzung oder Krankheit, dann läuft das wirklich nicht. Mhm. Und für mich als Trainer ist das ja auch so, wie soll ich das dann für den anderen erklären? Die sind viel besser im Training. Mhm. Und dann lasse ich ihn spielen. Aber was soll ich dann? Also es ist ja auch er ist jung, aber er muss ja auch beweisen, dass er spielen will. Wenn das bei mir ist oder egal welcher Trainer ist, dann muss man sich auch beweisen im Training erstmal. Und er hat ja unglaublich viel Talent. Er wird das schaffen. Aber wir haben auch früher über Training gesprochen und dass ich ein bisschen härter trainieren im Moment. Er muss noch ein bisschen trainieren. Okay. Ja, ich finde es wichtig oder ich finde es gut, dass du das auch so erklärst, weil das sieht der Fan ja nicht. Der Fan sieht ja nur, der hat seinen Vertrag bis 25 verlängert. Das ist vielleicht wirklich, dass er Talent hat, das sehen wir ja alle. Da sind wir ja alle derselben Meinung und sagen, boah, wenn der auch weiter sich entwickelt, dann schießt er die halbe Liga da zu Schutt. Aber das ist ja dann wichtig, dass man diesen Einblick mal bekommt und die Fans dann auch mal wissen, okay, das hat natürlich Gründe, so viel Vertrauen haben wir ja selbstverständlich in den Cheftrainer, muss sich einfach auch entwickeln, glaube ich. Auch das ist ja auch eine Kopfarbeit irgendwo in dem Alter. Ja, es ist eine Kopfarbeit und es ist ja zum Beispiel, wir führen ganz viele mit vielen Toren in Berlin und da kommt er rein. Und das passiert genau, was im Training passiert. Und dann weißt du, also man sagt ja oft, wie du trainierst, so spielst du. Ja, okay. Aber es ist ein bisschen Wahrheit in das, oder viel Wahrheit in das, aber nicht hundertprozentig, würde ich sagen, weil ein Spieler, der sehr viel Erfahrung haben, wie selber ein Andy, er muss nicht Tag vorher auf ein Niveau sein, wo ich weiß, wenn das Spiel kommt, dann klickt da. Also so ist das ja zum Beispiel nicht mit den jüngeren Spielern. Ich nehme nicht nur Philipp, also es ist, er hat einen neuen Vertrag, wie du sagst, unterschrieben. Das ist ja super für die Löwen. Aber wie gesagt, ja, auf diesem Niveau, was ich haben möchte, und das ist Platz 1, 2, 3 Champions League, dann muss man besser erstmal auf Niveau kommen, handballerisch, physisch, mental, um zu spielen. Na, es wird einem halt nichts geschenkt, das ist ganz einfach. Wo du jetzt Baling angesprochen hast, da stand er zwischenzeitlich sogar im Innenblock. Ist das eine Rolle, in die er sich reinentwickeln kann, defensiv? Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. In Balingen. Also ich habe das ihm auch gesagt. Er hat wirklich etwas gezeigt, was er nicht im Training gezeigt hat und auch nicht vorher im Spiel. Also wie soll ich sagen? Er hat sich so Aggressivität, aber auch was ich auch eine breite Brust in Abwehr hatte, Freiwurf genommen, also wirklich, da habe ich ihm auch gesagt, und das will ich auch in Angriff sehen,
diese Einstellung, wo er 100% geht, ohne Angst, ohne etwas. Und dann ist das ja so, und dann haben wir gesprochen, und dann, das ist das mit dem jüngeren Spiel. Nicht nur jüngeren, das ist ja alt, das ist ja diese mentale Arbeit. Ja, ich mache einen fehlenden Angriff, okay. Das ist für mich kein Problem als Trainer. Aber wenn du zurückläufst, okay, dann hast du noch ein Rücklauf, wo 100% sein muss, um den Gegner zu stoppen und Gegenstoßtor zu machen. Ja, das ist ja, wenn du das schon gemacht hast, eine Fehler und dann läufst du zurück, dann ist das ja, ein, ja, das ist das 1-1, sage ich. Ja, ja. Ja, aber dann kommst du in den Abwehr, dann stehst du in den Abwehr, dann kannst du die Abwehrsituation gewinnen, dann ist das 2-1 für dich. Und dann hast du eine Möglichkeit, Gegenstoßtor zu machen, dann kann 3-1 sein in 3 Minuten. Und dann hast du einen Angriff, wo du wieder ein, sagen wir, ein Außenpass machst, dann ist das 4-1. Statt der Fehler, was du in Angriff genommen hast, du läufst nicht gut zurück. Kopf runter. Ja. Kopf runter, 2-0. Stehst mit Kopf unter in den Apfel, 3-0. Gehst hoch, machst noch eine 4-0. Also man muss immer wieder, was ich sage, Fokus auf den Moment haben. Auch im Spiel, für jedes Spiel. Ich bin jetzt im Angriff. Was da scheiß passiert ist, in der Abwehr ist mir scheiß. Ich möchte nicht zweite Fehler machen. Ja. Und das, so möchte ich, dass die ein bisschen denken. Es ist ein Prozess. Ich bin schon bewusst, dass es dauert. Und, aber ich erkläre dann das zu ihm und zu den Jüngeren und zu allen eigentlich. Das will ich sehen. Und dann, wenn man dann, sag mal, 10 Minuten spielt, es kann viel, das kann ja 20-10 sein. Klar, also, ja. Man muss als, ich merke schon, man muss als Handballtrainer auch ein bisschen Mentaltrainer haben, oder? Bisschen. Hört sich für mich zumindest so ein bisschen so an, weil das ist ja, also so habe ich das noch nicht erlebt, dass das jemand so erklärt, dass du im Endeffekt immer wieder deinen eigenen kleinen Kampf führst, jede Sekunde eigentlich, und dass man vielleicht sich erstmal das Ziel setzt, okay, ich versuche jetzt mal diese kleinen Kämpfe, die ich jetzt innerhalb eines kurzen Moments irgendwo habe, erstmal dir darüber bewusst zu werden, wo du da nochmal Stiche setzen kannst und wo du nochmal Punkte machen kannst, die natürlich nicht auf der Anzeigetafel auftauchen, finde ich einen recht interessanten Ansatz. Letzte Frage in dieser Kategorie. Andy Schmid ist ja ein Spieler, der dir ja oft genug in der Karriere wehgetan hat. Sagen wir es mal so. Bedeutet es dir was, dass du sein letztes halbes Jahr bei den Rhein-Neckar-Löwen begleitest? Ja, absolut. Das ist ein Raison, warum ich das hier mache, war wegen Andy. Auch als Gegner so viele Jahre. Er hat mich wehgetan. Ich habe ihm auch ein bisschen wehgetan. Wir. aber es ist ja, also er verdient, dass wir auf einem guten Niveau aufhören. So viele Jahre für die Löwen, was er eigentlich alles gemacht hat, ist ja unglaublich, und das soll man respektieren. Was jetzt passiert ist, finde ich, ja, schade, aber das soll keine Schatten über den Karriere, was Andy für die Löwen ja ein Teil war. Und man muss ja sagen, 3-4 Jahre hat er ja das ja selbst gemacht, würde ich fast sagen. So, das war eine Raison. Und ich freue mich, dass ich ein halbes Jahr mit Ende, oder 4-5 Monate mit Ende arbeiten kann. Und er sitzt mit mir ab und zu im Büro und zuguckt, und er möchte wieder einen Schritt nach vorne gehen, nicht nur als Spieler, sondern auch wie ich Handball denke und wie ich das plane sozusagen. Er freut sich, ich freue mich auch sehr, weil man lernt sich immer von einem anderen. Es ist ja Respekt, und das macht Spaß, ja. Ja, das waren epische Battles, muss man sagen. Also du oder die Flensburger damals waren ja der Grund, warum wir einfach auch irgendwann nicht mehr nach Hamburg fahren wollten. Immer, also da haben wir aber auch nie Losglück gehabt. Immer ging es, immer, ich habe schon gar nicht mehr geguckt, als Auslosung für Final Four war, Flensburg im Halbfinale, und ja, also wir haben uns dann da gegenseitig sehr viel wehgetan, aber jetzt, ich finde das halt super interessant, wenn so zwei Gegner, zwei, die sich aber auch sehr respektieren, jahrelang wirklich immer, es war ja immer Flensburg-Löwen,
Löwen. Das waren in diesen Jahren, wo der THW so ein bisschen out of order war, war das ja immer Flensburg Löwen. Und auch aufgeteilt. Zweimal haben wir die Meisterschaft geholt, zweimal habt ihr die Meisterschaft geholt oder hat Flensburg die Meisterschaft geholt, da warst du dann ja schon in Veszprém. Aber wie das dann auf einmal funktioniert, wenn ihr dann, selbst wenn es nur 6 Monate sind, jetzt grob oder ein halbes Jahr, eine halbe Spielzeit, dann auf einmal zusammenarbeitet, das finde ich super interessant. Also wie das dann chemisch funktioniert, finde ich einfach super interessant, dass ihr das nochmal mitnehmt beide. Ja, also ich nehme das nicht selbstverständlich. Also ich habe schon viel Erfahrung jetzt mich gesammelt im Handball und das ist nicht selbstverständlich. Aber es ist ja, man muss auch sagen, Handball ist ein ganz guten, also nicht guten, es ist fantastischer Sport. Also und die Menschen, die da drin sind, sind auch fantastisch. Natürlich möchte man gewinnen, wenn man in der gegnerischen Mannschaft, also es ist ja so, soll ja auch so sein. Was gut ist, wenn zum Beispiel man in eine andere Halle fährt, dann kann man mit allen sprechen, man kann mit Respekt mit einem umgehen und ja, ich sage so, als Trainer, als Spieler und Du möchtest gewinnen. Das ist ja auch ein Arbeit. Das ist ja eine professionelle Arbeit. Das ist alles klar. Das ist ja Menschen. Das ist nichts anderes. Das ist ja, wir sind alle nur Menschen. Aber ab und zu fühle ich, dass wir immer, also Fans, Sponsoren auch dazu und andere, die sehen uns nicht als Menschen. Also die sehen uns nur und die machen eine, wie sagt man das, Beurteilung. Bauen den Druck auf. Ne? Ja, nein, ja. Die machen also, wie soll ich sagen, also wenn ich verliere oder gewinne, ich bin immer Jubel. Mhm. Ist egal, ich werde immer die Sache los sagen und wie geht's und aber es geht ja nicht um die 2 Punkte. Also einige gucken, 2 Punkte, er ist ein guter Mensch. Er verliert. Ja. 0 Punkte, er ist ein schlechter Mensch. Es ist ja, also das ist, was ich meine mit den ganzen Zielen. Ja. Es hängt ja nicht ab, ob wir gegen Flensburg jetzt gewinnen oder so. Also, nachher bin ich sowieso Jubo und wieder der Mensch Jubo. Egal, ob wir gewonnen haben oder nicht. Das ist mir sehr wichtig. Und das merkt man dann auch mit Andy. Ja. So viele Jahre gegeneinander gespielt. Hart war es natürlich. Aber wir respektieren den Mensch. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort für diese Kategorie. Wir wechseln die Kategorie und wollen dich gleich mal ein bisschen näher kennenlernen. Löwen privat. Ja, an dieser Stelle nehmen wir unsere Gäste privat unter die Lupe. Jubo, du bist jetzt seit knapp 2 Monaten hier in der Region. Fühlst du dich schon ein bisschen angekommen? Ja, absolut. Das habe ich eigentlich vor dem ersten Tag gemacht. Also 17 Jahre in Deutschland, es ist wie eine zweite Zuhause. Also es ist einfach so. Und zum Bäckerei, ersten Morgen. Also es gibt Sachen, wo... Also was war ich? Ich war ja 23 Jahre in Schweden. Ich bin in Schweden geboren. Mhm. Und dann bin ich ja als Profi weg in 3 und 4 und etwa so. Mhm. So, ich bin über 20 Jahre im Ausland. Und 17 von diesen Jahren war ich in Deutschland. Also es prägt. Also beide Kinder sind ja in Deutschland geboren. Die sind also mehr Deutsche als Schweden. Also ist einfach so. Meine Tochter, ja, mein Sohn, der 20 ist ja mehr Deutsch als Schwede. Ja, das ist dann der Nebeneffekt. Das ist ja auch das, da sind wir dann auch wieder bei Andi, so, der auch gesagt hat, er möchte, dass seine Kinder jetzt aber auch endlich mal ein bisschen Schweiz erleben, weil die Schweiz natürlich gar nicht kennen. Wo hast du denn zuvor jetzt dann gelebt? Du warst, du hast ja für Slowenien oder du arbeitest auch für Slowenien? Ja, nein, das mache ich nicht, nein. Okay, aber hast du in Slowenien gelebt, bevor du zu uns gekommen bist? Nein, oder in Schweden. Schweden, okay. Schweden. Mhm. Hier wohnst du jetzt im Hotel, aber wie man auf Instagram sieht, hast du schon die ganzen leckeren Restaurants und Ecken, wo man gutes Essen bekommt, schon rausgefunden in deiner Umgebung?
Ja, habe ich. Aber das ist sehr viel von der Restaurant im Hotel. Okay. Und dann koche ich gerne. Ja, das habe ich gerade. Wir waren gerade kurz einen Kaffee holen in der Pause. Hast du dich mit Waltraud unterhalten, die gute Seele des Löweninternats, die mal kurz rausgehauen hat, dass die Jungs ihr hier auf Deutsch gesagt die Haare vom Kopf fressen. Ja. Es war sehr lustig gerade. Was kommt denn bei dir in die Pfanne oder in den Topf? Was kochst du am liebsten? Ja, alles eigentlich. Ich liebe ja Fisch, weil das ist ja Schweden und ich bin, wenn ich in Schweden bin, dann sind wir auf der Westküste und ja, Fisch, also gute Fisch, frische, also fantastisch. Das koche ich gerne. Aber sonst ist das alles Mögliche. Ich bin ja sehr offen für Essen. Mhm. Und asiatisch, mexikanisch, ich mag, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber Hausmannskost, sag mal, Hausmannskost. Also Deutsch praktisch? Deutsches, also alte Kochen, wie man früher gekocht hat und wie man früher in Schweden gekocht hat und so weiter. Aber was ich bis in die letzten 2-3 Jahre mich geändert habe, ist, ich habe auch sehr gesundes Essen angefangen zu kochen und wegen das bin ich auch voll mit Energie, muss ich sagen. Gesundes Essen und Training zusammen gibt es eine ganz andere Art und Weise zu leben auf dieser Welt. Ja, das ist, ich weiß ja auch, dass das so ist, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn man wie du halt jahrelang im Profisport gearbeitet hat, dann hat man ja schon mal grundsätzlich eine ganz andere Denke, vielleicht auch viel mehr Regelmäßigkeit, viel mehr Regeln in seinem Alltag so. Da bin ich dann immer ein bisschen neidisch, weil ich morgens nehme ich mir vor, heute koche ich mir voll was Gesundes. Gestern habe ich mir so ein bisschen gebratenen Reis mit so Hühnchen und so, war auch alles cool. Aber ja, dann abends vorm Fernseher dann doch noch 2 Tüten Chips gegessen. Ne? Natürlich ein absolutes Problem. Aber ich könnte dich ja jetzt als Coach nehmen. Bist du Personal Coach oder hast du ein Coaching-Programm? Ich habe das ein bisschen gesehen bei dir auf deinem Profil. Ist das ein Coaching-Programm, was quasi autark läuft? Oder bist du dann quasi mein Personal Coach? Ich bin dein Personal Coach. Also ich habe angefangen mit Online-Coaching und ich habe ja 2 andere Leute auch dazu, die auch mit Ernährung ist ja sehr wichtig. Mhm. Und dann Online-Coaching ist ganz einfach. Du kriegst eine Applikation, wo du alles da drin hast. Du hast die Rezepte von der ganzen Welt. Du hast den Trainingsplan, was dir passt im Moment. Weil alles ist ja sehr individuell. Und ich möchte, dass den Menschen ein gesünderes und besseres Leben haben. Also ganz einfach, diese Energie, was man hat, was ich gerade gesagt habe, das macht Spaß. Du kommst zu deiner Arbeit mit deinem Spaß. Und es ist, man sagt ja oft, ich muss zum Arbeit gehen, ich muss zum Training gehen, ich muss. Es ist nicht muss. Man soll wirklich froh sein, ich kann zum Arbeit gehen. Also ich kann zum Training gehen. Also man soll ein bisschen anders umdenken, weil du lebst wirklich nur einmal. Du hast nur einen Körper. Und deine 2 Chips abends. Nächstes Mal denkst du, dann nimmst du einen Apfel. aber es ist ja, du wirst so viel mehr von Leben hinkriegen und hinbekommen. Also es ist nicht einfach, sage ich. Man muss ja Struktur in Leben haben, um das auch zu schaffen. Und einige schaffen das und einige brauchen Hilfe und deswegen bin ich da. Da stellt sich mir allerdings schon auch die Frage, wie viel Schlaf brauchst du eigentlich? Weil du machst ja schon echt viel. Also ich versuche 7 Stunden zu schlafen. Mhm. Ab und zu funktioniert das, in hektischer Periode nicht, aber 7 Stunden versuche ich zu schlafen. Du verbringst dann auch sehr viel Zeit hier in Kronau, in deinem Büro, mit Trainings- und Spielvorbereitung. Nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag für dich aus? Normaler Arbeitstag, also ich stehe auf so 5:45,
ich fange an direkt mit einem Kaffee. Ja, das ist das Erste, was ich nehme, Kaffee und Wasser. Ich trinke ungefähr ein halbes Liter Wasser direkt und setze mich vor den Computer und gehe durch meine Mails, was ich da habe. Das heißt, du frühstückst gar nicht? Also nicht direkt, nicht direkt. Ah, okay. Ja, nicht direkt. Und dann gucke ich, was da alles passiert ist. Weiter, dann fahre ich, setze ich mich ins Auto, dann fahre ich und dann kaufe ich mich gesundes Essen beim Rewe. Mhm. Darf man das sagen? Rewe, ja. Okay. Rewe, das musst du sogar sagen. Okay. Das ist nämlich einer unserer größten Sponsoren, das passt. Und dann komme ich im Büro so um 7:30 und dann esse ich mein Frühstück. Mhm. Und dann fange ich an zu analysieren und Trainingspläne zu machen und so weiter. Und dann so um 12 esse ich. Jetzt bin ich gleich wieder da im Büro und habe ich mein Essen heute auch gekauft. Mhm. Und ein paar Gespräche natürlich. Dann halb zwei treffen wir uns. Dann ist das Video um 2, Training um 3. Bis 5, um 5 setze ich mich wieder im Büro und dann analysiere ich den Training. Was konnten wir besser machen? Warum ist das passiert? Warum nicht? Warum hat er nicht gute Laune? Wie kann ich das hinkriegen? Und so weiter. Das gibt's. Und dann um 6 Uhr so fahre ich nach Hause von hier. Kann später auch sein. Das hängt davon, welches Spiel. Also ich glaube, Freitag wird später sein. Aber dann fahre ich nach Hause und dann weiß ich nicht, hängt ab von wie das aussieht. Also jetzt heute Abend werde ich nur weiterarbeiten, wenn ich zu Hause komme im Hotel. Okay. Und dann morgen ist dasselbe Programm. Mhm. Ein bisschen konzentrierter, ein bisschen ernster, weil das ist Tag vor Spiel. Ja. Alles soll ja... Also die sollen auch sehen, dass ich auf einem Niveau bin und die sollen auf demselben Niveau sein, mental. Und dann versuche ich natürlich da rein, also Freude reinzubringen, dass es nicht zu ernst wird. Und dann morgen Abend, aber dann ist das ja Freitag, ich kann nichts mehr tun, ich kann nur coachen. Mhm. Und dann habe ich alles vorbereitet und dann morgen, dann gehe ich zum Restaurant im Nass Hotel. Okay. Und dann belohne ich mich mit ein gutes Essen, ein Glas Rotwein. Mhm. Und vielleicht trainiere ich vorher, aber, aber dann mache ich das und ja, so ist das. Und dann guckst du mal Netflix-Film oder sowas oder wie verbringst du dann... Es ist echt schwer, etwas anderes zu tun, wenn du so arbeitest wie ich. Also... Netflix oder Fernsehen, was ich gucke im Fernsehen, ist Nachrichten. Mm. Was passiert in der Welt? Das macht momentan aber keine gute Laune. Das ist keine gute Laune. Es tut mir wirklich leid, dass es so ist. Was man machen kann, ist also im Moment, ja, ich habe, ja, wie sagt man das, Geld geschenkt, nicht nur wegen gespendet, genau, ja. Geld gespendet, für, nicht nur Ukrainer jetzt, sondern überhaupt. Ich finde das sehr wichtig. Wenn du kannst, sollst du das machen. Mhm. Aber es ist ja auch so, wir leben unser Leben. Also es ist ja sehr schwer, sich zu vorstellen, wie das da ist. Mhm. Aber wir können ja nicht aufhören zu leben. Ich möchte mit Freude leben. Mhm. Und das ist ja dann diese Balance. Das ist ein ganz einfach eine Scheißsituation, was wir erleben auf der anderen Seite der Welt. Und hier sitzen wir und haben das gut. Aber wie sollen wir das? Soll ich auch traurig sein? Mhm. Oder soll ich versuchen, irgendwie mein Umfeld und mich selbst auf ein Niveau haben? Also ich bin froh, dass ich kann das Leben haben, was ich habe. Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich finde, dass man die Solidarität zeigen soll. Also deswegen finde ich das auch gut, dass es ganz tolle Ideen auch gibt. Also beispielsweise habe ich jetzt am Dienstag ein Basketballspiel fürs Fernsehen moderiert, wo der Club sein eigenes Logo komplett in den ukrainischen Farben auf dem Mittelkreis quasi gedruckt hat. Sowas finde ich toll.
Aber das, was, also die Solidarität, die aktive, finde ich gut, aber dass man sich halt zu Hause einsperrt und sagt irgendwie so, boah, jetzt bin ich aber traurig, weil da ist dies, ich sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich meine, was da momentan passiert ist, ist unfassbar. Wobei ich aber auch finde, wir haben jetzt schon eine Phase, es war ja immer irgendwo ein Konflikt, es war immer irgendwo was, wo man drüber traurig sein könnte, aber gerade finde ich es ein bisschen viel. Also gerade finde ich schon so, boah, ne, Ukraine, Corona, es gibt so viele Punkte und man fragt sich schon, bleibt das jetzt so? Wird das jetzt, sind wir immer in so einem Krisenmodus? Also ich finde, die Welt ist seit langem in einem Krisenmodus. Wenn wir reden über die Umwelt und wie viele Kriege haben wir jetzt im Moment? Also 15, 16, 17. Parallel. Ja, also was sehr deutlich jetzt ist ja für uns alle, ist ja, weil das Russland ist. Also, und dann plötzlich, wow. Und wie die das machen, ist ja auch wow. Also menschlich kann ich das nicht verstehen. Mhm. Und man muss sich ja fragen, warum, über was geht das? Also, das, ich glaube nicht, dass die Russen selber wissen, dass eine weiß das 100%. Aber ich weiß nicht wirklich. Ich stehe nicht für das. Ich bin nicht der Mensch, der für Gewalt ist und Krieg ist. Und ich bin auch nicht der Mensch, wenn man man soll nett gegeneinander sein. Also man soll mit Respekt umgehen und nett gegeneinander sein. Und das ist schwer natürlich, weil das gibt ja immer Leute, die erstmal neidisch sind oder die fühlen sich nicht wohl mit sich selbst, sage ich. Wenn du nicht wohl mit sich selbst fühlst, ja, dann kannst du auch jemand andere, ja, wie sagt man das, eine geben, ja. Um sie, ich habe jetzt fühle ich mich. Aber es ist ja falsch. Im Umarmen und sagen, es macht nichts. Ja, ja, ich glaube, dass es deshalb so ein Unbehagen bei uns mehr macht als andere Kriege, die weiter weg sind, ist einfach, es ist nicht weit weg. Die Ukraine ist nicht weit weg. Wenn man momentan über die Autobahn fährt, dann überholt man 10, 12 Autos mit ukrainischen Kennzeichen, wo man dann so rüber guckt und man sieht, die sind vollgepackt, die Autos, bis oben hin. Und man weiß, das ist deren Leben wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich alles, was sie mitnehmen konnten überhaupt. Das heißt, deren komplettes Leben befindet sich momentan in einem Auto. Und das übersteigt meine Vorstellungskraft. Wenn man selber dann so mal ganz kurz überlegt, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, eine Stunde, und das ist noch viel in so einem Krieg, eine Stunde, und du räumst jetzt alles zusammen, was dir wichtig ist. Und dann ist das Auto ja dann auch erstmal voll mit menschlichen Wesen, mit Tieren und sowas alles. Und dann musst du dir noch überlegen, was nehme ich jetzt alles mit? Und das ist dann so der Moment, wo das dann einfach persönlich wird. Wo man, wie ich finde, dann halt einfach schon irgendwie, das bedrückt einen dann schon so ein bisschen so, weil das sind dann irgendwie Menschen, die ihr komplettes Hab und Gut irgendwie verloren haben, weil ein so ein Vollidiot da irgendwelche rückschrittlichen, der will ja im Endeffekt da sein Reich wieder haben. Also wahrscheinlich wird es ja so sein. Der weiß schon, dass er nicht alles wieder bekommt, aber er will da halt wieder hin. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, der, wo das dann was anderes ist, als wenn es dann Kriege, wie du ja gerade auch gesagt hast, am anderen Ende der Welt irgendwo ist, wo man dann sagt, okay, da hat man im Fernsehen mal kurz was drüber gesehen, aber sich keinen Kopf irgendwie drüber gemacht. Deswegen finde ich das schon ziemlich, ziemlich krass. Und ja, ich finde das jetzt immer so ein bisschen abgeschweift, weil wir über Nachrichtensendungen gesprochen haben. Finde ich aber eigentlich ganz gut, dass man sich darüber auch mal, dass man da auch mal drüber spricht und dass das Thema dann nicht so links liegen lässt. Wir sind ja Menschen, was wir auch vorher gesagt haben. Alles sind wir, natürlich haben wir einen Beruf, aber das haben wir alle. Und Sport ist ja ein, und ich meine nicht Sport, das ist Theater, das ist ja Singer, das ist Artisten. Also wir sind in diesem Bereich auch, wo viele Leute auf uns gucken. Aber also ich muss sagen, ich jeden Abend, bevor ich im Bett gehe, dann lese ich alles durch Nachrichten, was los ist in der Welt und versuche, ein besserer Mensch zu sein. Ich mache, was ich kann von hier, aber nochmal,
ich möchte auch mit Freude leben. Ja, voll. Kann ich, sehe ich ganz genauso wie du. Machen wir jetzt da an das Thema mal einen Punkt. Ich möchte ganz gerne mit dir auf deine Anfänge im Handball schauen. Was hat dich an dieser Sportart so fasziniert? Mehr als an anderen Sportarten? Von Anfang an, meinst du? Ja. Ja, erstmal war das warm, weil in Schweden war das schweinekalt. Da musste ich rein in der Halle gehen. Das war das Erste. Das war sehr schön, in kurze Hose mitten in der Winter zu spielen. Dann, ja, also ich habe ja den Glück gehabt, dass eine Fußballmannschaft zusammen mit der Handballmannschaft, also in Schweden war das ja im Sommer, spielen wir Fußball. Wenn das zu kalt wird, dann gehen wir alle, die Fußballmannschaft, rein in der Halle und dann spielen wir Handball. Und dann, dann waren die Freunde, haben ist einfach so gewesen und das war ganz cool, weil du hattest so ein enges Beziehung mit dem Spieler und Freunde natürlich und dann auch in der Schule dasselbe Jungs hat Spaß gemacht einfach, aber Fußball und Handball. Mhm. Dann am Ende, warum ich Handball statt Fußball gewählt habe, das war nur, ich war mit 17 in der ersten Liga und habe ja ein bisschen, ja, wie sagt man das in Schweden, sag mal, ich habe den Zucker, also das war schon cool. Ja, Blut geleckt, sagen wir Ja, ja, kann man, Blut geleckt. So ein bisschen, du bist dann 1989 nach Rettbergslitz, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Rebeschlitz. Oh, nee, dann habe ich nicht. Rebeschlitz? Rebeschlitz. Rebeschlitz, okay. Rebeschlitz, ja. Da hast du dann auch deine Karriere als Profi begonnen. Mittlerweile spielt da übrigens ein ehemaliger Löwentorwart. Der Club kämpft gegen den Abstieg. Schaust du selbst noch dort, wie es läuft? Hast du deine Ex-Clubs alle so im Blick? Nein, das, also ich gucke natürlich, ich verfolge ja Ergebnisse, Handball über ganz Europa, Welt. Aber es ist lustig, dass du mich das fragst, was eine große Unternehmen habe ich gefragt, ob ich dahin arbeiten möchte. Ah, okay. Vor einigen Tagen. Und ja. Das ist wieder. Ich habe ja da 10 Jahre verbracht. Das ist ja schon mein Verein, wo ich mir den Basic von dem Handball gelernt habe, mit dem Trainer da, was ich gehabt habe. Und die waren, also wir waren sehr erfolgreich auch. Viele Spieler waren mit der schwedischen Nationalmannschaft, also in den von derselben Verein. Stefan Löwen kennt es sicher von THW Kiel auch. Du hast ja Magnus Wislander, der auch von derselben Verein ist. Peter Genzel, du hast ja, ich war da. Also es gibt sehr viele, ohne Namen zu allen zu nennen. Aber es ist natürlich wieder, man möchte ja tun, was man kann. Mhm. Du hast beim Kollegen Schmieso im Podcast Hand aufs Herz gesagt, Erinnerungen an Freunde und gemeinsame Zeiten sind dir viel wichtiger als Titel und Pokale. Was sind denn deine schönsten Erinnerungen, wenn du mal so auf deine Karriere zurückblickst? Also du kannst ja nie das wegnehmen, was wir von, sag mal, 92 bis ja, 99 in Schweden gehabt haben. Da bist du jung, wild. Du hast da auch Energie, muss man nicht, kann man ja Chips essen. das war wirklich Zeiten. Das war eine Periode, dann die erste Periode, wo ich in Spanien aus Barcelona gewohnt habe. Meine erste, das war fantastisch. Also da habe ich 2 Jahre gespielt, aber das hat mich wirklich, also ich liebe es noch heute. Ich möchte da wohnen. Also für diese 2 Jahre nur hat mich so mit das Essen, der Kultur, das natürlich das Wetter. Also alles zusammen, diesem Paket ist unglaublich. Und dann Flensburg. Ja. Was? Da war es aber nicht das schöne Wetter, oder? Nein, das Wetter nicht. Aber wir reden über Menschen und Freunde, wie zum Beispiel mit Lasse Swan, Anders Egert, Thomas Mohr. Also wir haben ja alle zusammen gespielt so lange. Dann kam ja
andere Leute, wie ich Trainer, also ich kenne Holger Glandorf, die ich von Lemgo geholt habe. Also das ist ja auch in Nordhorn eine Geschichte. Dann habe ich Mike, auch von Nordhorn, habe ich auch ihn verpflichtet. Also ich habe ja so einen Kreis gemacht um die Mannschaft, wo ich mich als Trainer damals da und als Spieler also sehr wohl gefühlt. Das war Freunde. Und wenn du Freunde um dich hast, der auch, sagen wir mal, Qualität hat, das macht Spaß. Also wir haben so viel erlebt, genau wie es hier in Löwen. Also die Champions League zu gewinnen, den Europapokal zu gewinnen, den Pokal 7-mal hintereinander Finale in Hamburg. Ja. Also das bleibt für immer, weißt du. Wenn wir, also du bist dann ja von Spanien in die Bundesliga und dann fingen für dich auch die erfolgreichsten Zeiten mit der Nationalmannschaft an. Ihr habt damals eigentlich fast alles gewonnen. War das die beste Zeit im Handball deines Lebens? War die schwedische Mannschaft von damals vielleicht sogar auch die beste, in der du je gespielt hast? Ja, das muss man sagen. Also es ist ja dieses Gefühl. Man sagt ja, hier kann man reingehen durch die Tür und dann soll man das spüren, was in der Wende ist. Mhm. Da kamst du zum einen Lehrgang, sagst Hallo, da hast du schon gespürt, um was es geht. Also das war so eine Aura. Das war, muss man auch sagen, unglaublich gute Handballer in diese Mannschaft, der auch alle eine besondere Aura um sich gehabt hat. Und hat Spaß gemacht, natürlich. Also wir haben wieder sieben große Finale Welt EM Olympia gespielt, sieben hintereinander Finale. Das macht viel aus. Also. Was warst du denn für ein Typ auf dem Feld? Ich habe dich ja tatsächlich einmal spielen sehen. Ein Arschloch ein bisschen. kleine. Okay. Nein, ich war da. Okay. Ja, das kann man sagen. Also ich war ganz, wie soll man sagen, ich mochte gewinnen. Ich mochte gewinnen und ich habe alles, um das getan zu machen. Ja, ich habe dich einmal spielen sehen, live. Das war aber... Bist du so jung? Ich bin 87er Baujahr und ja, wir haben damals, ich weiß aber nicht, wie alt ich damals war, das war so ein, ich bin ja in Hamm aufgewachsen und da war irgendwo in so einem Nachbardorf war ein Vorbereitungsspiel. Das war damals, weiß ich noch, Nordhorn gegen Hildesheim. Hildesheim hat damals erste Liga gespielt. Und da hast du noch für Nordhorn gespielt. Ja. Und ich fand es einfach krass, weil du warst einfach so ein wuseliger Typ. So. Also du warst überall und nirgends, klar, du warst ja auch ein Taktiker oder ja ein Taktiker, aber du musstest natürlich viel strategischer spielen als alle anderen. Aber das heißt, du hast auch gerne mal ausgeteilt, oder? Na, also das habe ich nicht. Aber das war mein, wenn ich das sage, dann war das mehr in der Richtung, dass ich unglaublich Schwierigkeiten habe zu verlieren. Das ist mehr in diese Richtung. Und ich musste natürlich, ich war ja ein Spieler, der schnell war. Also ich bin ja nicht der Größte und ich war Spielmacher. Und deswegen musste ich mich auch über andere Sachen konzentrieren, wie ich den Abwehr auslösen kann und wie ich meinen Nebenleuten helfen kann. Ich musste denken. Ja, sag dir, das war so, ja. Das hat man sofort gesehen. Ja. Das war super spannend. Damals bist du ja auch mal laut geworden. Hast du die Jungs auch mal richtig angebrüllt, wenn es nicht so gelaufen ist? Oder hast du dich da immer eher... Nee, wenn man nicht 100% gibt, ich habe wirklich Schwierigkeiten mit das. Mhm. Auch jetzt als Trainer, jetzt die jüngeren Leute heute sagen wie älter, so alt bin ich eigentlich. Aber man sagt ja, dass es ist eine andere Art und Weise, jetzt mit jüngeren Spielern umzugehen. Mhm. Das ist ja auch so, als Trainer habe ich mich auch sehr gelernt, wie man mit jeder individuellen Person spricht. Man kann nicht dieselbe Kommunikation haben, wie ich mit dir habe, wie ich mit ihm habe. Das geht nicht, weil ich sage, ich verteile Menschen in verschiedene Farben. Das ist ja sehr bekannt, diese Persönlichkeitsanalysen. Und das ist grün, gelb, rot, blau. Und dann kann ich in dieser Art und Weise auch, wenn ich auf der Bank bin, und das ist 59. Minute und ein Spieler rot ist, weil er sehr aggressiv selbst ist und möchte nur gewinnen, dann kann ich auf ihm auch
ganz deutlich sagen, was ich meine. Mhm. Aber wenn es eine grüne Person da ist und ich mache dasselbe, dann geht er ja unten. Mhm. So, es ist ja auch sehr wichtig, wie man mit individuellen Menschen spricht. Aber als Spieler, dann habe ich ja keine Ahnung gehabt. Dann habe ich nur Vollgas. Jetzt gehst du rein in diese Ecke. Da war ich natürlich ein bisschen anders. Ja, weil heute wirkst du relativ ruhig an der Seitenlinie, finde ich. Ja, ich entwickle mich auch. Wir haben ja auch Kati hier, der mich auch, ich spreche gerne mit einem Sportpsychologen, weißt du, dann, das ist ja auch gut. Man soll ja nicht Angst haben und also ich versuche mich selbst immer zu entwickeln. Immer. Und ich habe ein bisschen Probleme gehabt, die letzten, sagen wir mal, Zeiten, also zum Beispiel die Schiedsrichterentscheidungen, wo ich, das kann mich Wahnsinn machen. Also wirklich, ich gehe von 0 bis 100, und, weil das so unfair ist. Also ich kann Handball und ich weiß, ob das eine richtige Entscheidung ist oder nicht. Ob ich das sehe alles so wie die, das ist etwas anderes. Mhm. Aber den Gefühl, das habe ich schon nach über 30 Jahren auf diesem Niveau. Und da habe ich mich wirklich jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückgehalten. Hast du da so eine Atemtechnik, dass du sagst, okay, jetzt atme ich dreimal tief durch, bevor... Ja, genau. Ja, ja. Sehr gut. Ich drehe mich um. Wenn du das siehst jetzt, im Spieler werde ich mich umdrehen und dann... Ja, manchmal muss es sein. Wobei, ich habe jetzt auch viele Gespräche mit Schiedsrichtern und ehemaligen Schiedsrichtern im Handball geführt. Handball ist leider, das finde ich schon, immer noch die Sportart, wo der Schiedsrichter gezwungenermaßen noch viel zu viel Ermessensspielraum hat. Und das finde ich schwierig. Die Diskussion habe ich mit Andi in den Podcasts schon 1000 Mal getroffen. So alleine Zeitspiel. Das ist immer noch so ein Ermessensding so. Und wenn man da einfach so eine Art Shotclock irgendwas, was eben nicht dieses menschliche Ermessen hätte, glaube ich, würde man auch den Schiedsrichtern einen Gefallen tun. Genauso wie Handball ist die einzige Profisportart in Deutschland, die kein Videosystem hat. Jede Sportart hat es. Fußball ja klar, sogar bis zur zweiten Liga. Basketball, Eishockey, alle haben das. Nur die Handball-Bundesliga, die macht's beim Final Four, aber nicht in der Bundesliga. Ja, also, die machen das schwer für sich selbst. Ich finde auch, dass die Schiedsrichter, es ist ein schneller Sportart und gar keine Frage, die Entscheidungen muss man sehr schnell treffen und ja, das ist auch junge Schiedsrichter. Ja. Also, du musst schon ein Gefühl, finde ich, haben für den Handballsport, um das Entscheidung zu treffen zu können, weil du weißt genau, wie das funktioniert. Und das ist nicht immer einfach. Deswegen finde ich, die brauchen Hilfe. Das Schottklatt, den Ohr finde ich schon, dass man haben soll. Irgendwie, das finde ich. Also, weil das ist ja auch so, wie viel Mal ist das passiert? Ich habe das schon gerne analysiert. Ich bin ja sehr analytisch. Mhm. Wo eine Mannschaft im Schnitt 40 Sekunden Angriff haben darf, der andere einen ziehen. Ja. In ganz, also nimmt das in 60 Minuten. Es ist nicht fair. Ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ja, wir haben eine Art und Weise, Handball zu spielen. Mhm. Die haben eine andere Warte. Aber meine akzeptieren die Schiedsrichter nicht, aber die da, oder umgekehrt. Ja, ich verstehe schon. Und dann hast du die Freiwürfe. Ja. Also du kannst ein Spiel als Schiedsrichter total umdrehen mit Freiwürfen. Das kommt ein Kontakt, Freiwurf, kein Tor. Kommt noch ein Kontakt, Freiwurf, kein Tor. Tor. Wir haben 3 Chancen bekommen. Gehen zum anderen Seite. Kein Freiwurf, Kontakt, kein Tor, Gegenstoß, Tor. Ja, das ist so. Also es ist wirklich, Handball ist sehr schwierig. Sehr schwierig zu beherrschen als Schiedsrichter. Und also es ist keine einfache Aufgabe, was sie da haben. Das muss man. Deswegen finde ich, man soll schon gucken, wie man dem helfen kann. Absolut, absolut. Ich meine, gut, das hier in Deutschland kann man ja nicht einfach kommen und sagen, wir machen jetzt eine Shotclock, das geht natürlich nicht. Aber ich sage ja, speziell mal das mit dem Thema Video, gerade bei roten Karten und Co., das sollte man schon überlegen, ob man das flächendeckend einfach einführt. Zumindest mal für die erste Bundesliga.
Wir hören natürlich ja auch immer mal wieder bei anderen Podcasts rein. Zum Beispiel habe ich gerade schon mal Hand aufs Herz zitiert. Da warst du zu Gast. Da hast du dich auch ganz offen über das Thema Depression, tiefe Erschöpfung zum Ende deiner aktiven Karriere geäußert. Ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz auch unseren Zuhörern sagen, hört da gerne mal rein in die Folge. Da habt ihr wirklich auch relativ tief über das Thema gesprochen. Beim Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld bei Schmiso. Was hast du an deinem Leben geändert, damit so etwas nicht mehr passieren kann? Sind es diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast? Ernährung, Sport, ist es das? Ja, eine Sache. Das, ja, du bist ja leider, wenn du einmal Depression gehabt hast, das wird ja immer da sein. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie wegkriege. Aber eine ganz große Entscheidung wegen meiner Abschied von Flensburg war, ich gehe in die falsche Richtung. Mhm. So kann man sagen. Das war eine von dem. Und du möchtest nicht da sein. Mhm. Egal was, wie gut alle anderen denken, dass es ist, du als Person musst dich ja wohlfühlen. Und dein Kopf muss sich wohlfühlen. Und Ernährung ist ja Training, ja super. Aber damals war ja das nicht. Also damals war das ja Alkohol drin, das war ja. Ja, wir haben gesagt, man soll ja nett gegen seine Umgebung. Also ich war in einer Bubble. Mhm. Ich konnte ja nicht rausgehen von diesem. Habe ich auch Hilfe natürlich bekommen, um rauszukommen. Aber es ist ja keine schöne Zeit. Aber es gibt so viele Menschen, Leute, die zum Beispiel im Stress beim Arbeiten ist und im Stress zu Hause oder was. Und die haben nicht die Energie. Und dann ist wirklich Ernährung und Training und dass man eine Zeit wegnimmt von diesem scheiß Handy und Fernsehen und dass man sich hinsetzt und ich werde nicht sagen Meditation, aber geh raus, spazier mal ein bisschen in der frischen Luft. Nimm ein bisschen Zeit für dich selbst. Das hilft natürlich. Glaubst du, dass Handballer da nochmal eine besondere Gefährdung haben, anfälliger sind für solche Dinge? Weil ja alle immer sagen, Handball ist so eine extreme Kopfsache. Man muss viel mehr auch mit der Birne arbeiten. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch so schwer im Fußball oder Basketball, wenn wir reden über Sport, aber auch in normales Leben. Alle haben ihre Probleme. Mhm. Ist ja einfach so. Aber ich versuche wirklich, ich versuche ein positives Mensch zu sein, weil ich sage mal, wenn ich positiv denke, dann ist das einfacher. Es ist einfacher für mich, morgens um Viertel nach sechs Uhr aufzustehen und Spiele zu gucken. So ein schöner Tag. Ja. Ich kann wirklich das hier haben. Wenn du, es hört sich vielleicht so ein bisschen, wie sagt man, aber es hilft. Mhm. Es hilft. Du kannst ja sagen, was du möchtest, statt aufzustehen. Ach, ich muss zum Arbeit. Oh, muss ich wirklich Frühstück essen? Was ist das für ein Frühstück? Also, nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht so ein Leben leben, weil es ist einmalig. Jetzt bist du ja auch ein bisschen, wenn ich jetzt sage, du bist jetzt so ein bisschen auf der anderen Seite, ist das ja übertrieben. Du weißt aber bestimmt, was ich meine. Du bist ja jetzt als Trainer auch jemand, der im besten Falle auch mal erkennt, wenn ein Spieler vielleicht zu so einer Situation neigen könnte. So, wie ist das für dich, dass du dann, hast du da eher noch ein Auge für, weil du selber die Erfahrung gemacht hast? Wir reden ja über Körpersprache und Körpersprache ist ja sehr wichtig, finde ich. Ich versuche das jeden Tag irgendwie an der Spiele, was ich vorher gesagt habe, wir gehen mit dem breiten Brust raus, wir sollen in Augen. Also es soll ja brennen, wenn du auf das Spielfeld gehst. Augen sagen sehr viel. Und ich kann mir selbst Bilder angucken, wenn ich Depression gehabt habe, das war leer. Diese Augen, was du siehst, ich habe das schon gemerkt zweimal bis jetzt beim Spieler und das war richtig beides Mal. Mhm.
Wie spricht man Spieler dann drauf an? Weil das ist ja auch nicht jeder so offen damit. Das sagt ja nicht jeder, ja, gut, dass wir mal drüber sprechen. So, weil das ist ja auch ein Teil der Depression, dass du halt eben da natürlich nicht so offen drüber sprichst, dass viele das mit sich selber ausmachen wollen. Und Handball ist ein bisschen dieser Art, was auch ein Macho-Sport, weißt du. Da soll man ja nicht zeigen, weil Gefühle und ist ja Quatsch. Ja. Ist wirklich Quatsch. Wie soll ich sagen? Ich versuche Schritt bei Schritt näher ranzukommen, wenn ich ihn gut kenne. Was beides Mal war in dieser Phase, habe ich ihn mehr zu mir eingeladen. Mhm. Und war ganz direkt beides Mal. Mhm. Wie geht's dir? Und dann, gut, lachen. Und dann habe ich ganz ernstes gesagt, ja, also, ich rede nicht über das. Ich rede über, wie dir geht's. Weil oft sagt man ja mit Menschen, wie man spricht, alles gut, ja, alles gut. Das ist ja eine automatische Antwort. Alle haben das. Ja. Aber eigentlich, ich frage immer zwei oder drei Mal, wie geht's dir? Mhm. Menschen, die ich kenne. Und zweites oder drittes Mal sagen sie ja immer, es ist nicht wirklich. Es ist ja auch so eine Floskel, ne? Ja, genau. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, wenn dich jemand fragt, so, ja, und alles gut, sag mal nein. Und achte mal drauf, wie viele Leute darauf überhaupt reagieren, weil für viele ist es so, ja, alles gut? Nee. Bei mir auch. So, weil es geht nicht darum, es ganz oft ist die Frage nicht darauf gemünzt, wie geht's dir, sondern das ist einfach so eine Begrüßungsfloskel geworden. Genau. Und keiner nimmt die Antwort darauf überhaupt irgendwie richtig wahr. Jetzt hast du Kathi gerade einmal angesprochen, für unsere Hörer draußen einmal. Kathi ist unsere Mentaltrainerin, sag ich mal. Sie ist Sportpsychologin, hat ihren Ursprung irgendwo bei 1899 Hoffenheim auch und ist aber jetzt hauptsächlich auch bei uns unterwegs. Wie wichtig ist so eine, ist so jemand für die Mannschaft? Ist so jemand auch im modernen Profisport? Ja, ich finde, das soll in einem modernen Profisport sein. Also es ist, wenn das ganz schlimm ist in einem Profisport oder in anderen, aber ich sage, wir reden ja jetzt über Sport, aber es gibt ja überall. Also wir haben ja auch Fälle, wo das also katastrophal ausgeht. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Und wenn man das richtig benutzt als Spieler, wenn man das sich auch akzeptiert irgendwie, ja, es ist ja schön, mit jemand anderem zu reden und sich öffnen und man sieht das vielleicht so ein bisschen anders, weil als Sportler auf diesem Niveau, du bist ja sehr egozentrisch. Das muss auch irgendwie sein. Um auf dieses Niveau zu kommen, dann musst du egozentrisch sein. Dein Ego ist wichtig, sagen wir so. Aber dein Ego kann dich auch. Mhm. Ja. Und deswegen ist das ja, wenn du nicht mit deinem Trainer sprechen kannst oder dein Kumpel nicht die Wahrheit sagt, ja, ich spiele ja, ich darf ja nicht spielen. Ist ja ein Arschloch. Entschuldigung. Ist ja ein Idiotentrainer. Aber dann, wenn dein Kumpel da sagt, ja, aber meine Fresse, du trainierst ja nicht gut. Ja. Also, wie sollst du das spielen? Vielleicht ist das kann ja andere, das war nur ein Beispiel, aber das ist ja sehr oft für Trainer, dass einer spielt nicht und warum spielt er nicht? Das gibt ja immer eine Raison, warum er nicht spielt. Aber ob er das sieht selbst, dann ist das zum Beispiel eine sehr gute Gelegenheit, mit einem anderen zu sprechen, hat gar nichts mit Handball zu tun, aber dass man ein bisschen anders das sieht, dass man den Umfeld ein bisschen breiter sieht und nicht den Tunnelsehen hat. Ja, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass du auch echt sehr viel mental an diese ganzen Sachen rangehst. Hast du andere Sportarten, von denen du dir Dinge abguckst, die du auch selber privat gerne guckst? Wo sitzt Ljubomir Franjes vor dem Fernseher und fiebert mit? Manchester United. Ah, Fußball. Ja. Okay. Kann man das, was die Jungs da beim Training spielen, Fußball nennen? einige würden sagen ja, aber nein. Ja. Also, das ist wirklich lustig, wenn ich, also, die dürfen
nicht so oft, wie sie das wollen spielen. Mhm. Die dürfen das ab und zu machen. Aber nein, es ist wirklich lustig. Ja, ich habe es auch ein paar Mal gesehen und bin auch der Meinung. Aber es gibt diese Spieler. Wir haben letztes Jahr mal abgefragt, wer in die Top 3 gehört, bei jedem Spieler, der bei uns zu Gast war. Und wir mussten jedem erklären, dass er sich selber nicht in die Top 3 wählen durfte. Also schon spannend, dass es da so verschiedene Wahrnehmungen gibt. Ja, deswegen ist Kathi da. Ja, vor allen Dingen Michael Appelgren, der hat doch immer oben gesessen und kommentiert. Macht er das noch? Ja, Mitspielen wird er noch nicht, oder? Ja, ja. Er fährt eine Fahrrad da oben und dann lacht er auch. Ja, das ist auch dann in dem Fall auch richtig. Jubo, ja. Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Samstag. Wir freuen uns auf die Zeit, die wir mit dir hier bei den Rhein-Neckar-Löwen jetzt noch haben. Und freuen uns vor allen Dingen sehr, dass du dich dazu entschlossen hast, diesem Verein in dieser Lage zu helfen. Es war wirklich ein ganz toller Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns. Vielen Dank, dass ich durfte. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, absolut. Ich mag, wie soll man sagen, über alles zu reden. Ja. Nicht nur Handball, und das haben wir heute gemacht. Das ist auch das, was wir uns beim Löwenfunk vorgenommen haben, dass wir mit unseren, ich sag jetzt mal, Protagonisten, weil wir ja nicht nur Spieler und Trainer zu Gast haben, auch einfach mal auch mal abschweifen vom Skript und Co. Deswegen wirklich ganz, ganz toller Podcast. Lohnt sich mit Sicherheit zu hören. Ihr könnt euch da draußen an unsere Zuhörer gerichtet natürlich auch noch alle Podcasts, die wir gemacht haben, einfach nochmal anhören. Wir haben die alle archiviert auf unserer Website. Und wie immer, abonniert uns auf allen Podcast-Kanälen, dann seid ihr die Ersten, die erfahren, dass es eine neue Folge gibt. Und jetzt sind wir gespannt auf die nächsten Spiele. Danke, Jubo. Danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe. Mit Host Kevin Gavin.